Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Star Wars Republic Commando Folge 7. Letzte Folge sind wir mehr oder weniger erfolgreich gestartet, um ja unser Raumschiff wieder zurückzuerobern. Das ist wiedergekommen irgendwoher. Ich weiß nicht, ist auf jeden Fall wieder aufgetaucht. Und jetzt sind wir halt in diesen komischen Schacht geklettert, letzte Folge. Genau, diese Roboterschächte. Und müssen jetzt 07 wieder retten. Der liegt im Boden. Im Boden liegt er vor allem. Ne, der ist zu Boden gegangen. Ah, guck mal, das. Unsere besten Freunde. Schön, dass sie sich auch hier rumtreiben. Bin wirklich ein sehr großer Fan von ihnen. Okay, wir werden. Irgendwas wird hier gestört. Ja, was war denn das? Okay, irgendwie wird die Sicht gestört. Naja, wir werden es wahrscheinlich gleich erfahren. Gehe ich doch mal einfach so von aus. Wow, was zur Hölle? Was sind das denn für Ottos? Uiuiuiui, die Trandoshana oder wie sie hießen? Okay, okay, gut, gar kein Problem. Letzten Spielstand speichern wir. Ja, machen wir. Okay. Warum? Die haben uns ganz schön weggefickt, die Boys. Ich finde irgendwie, dass der Schwierigkeitsgrad ziemlich hoch ist bei dem Spiel. Eigentlich ja nicht, ne? Aber ich, irgendwie, immer wenn ich alleine unterwegs bin, werde ich gefickt. Aber mal so ganz trocken, okay. Ich muss sie doch eigentlich mit meiner. Ach guck mal, siehst du, da sieht man einen von denen. Okay, das habe ich gerade gar nicht gesehen. So, und die wollen jetzt hier, schleichen sich an. Ach, hier, guck mal, hier ist noch einer von unseren fliegenden Freunden. So, krieg ich jetzt. Ihr kriegt mal eine Granate ab. Okay. Hä? Ja gut, wenn man nicht halt drei Leuten von denen direkt gegenübersteht, dann geht's dann auch. Schöne Sache. Kurz gucken, ist hier irgendwas? Nö. Na gut, Ach, guck mal, eine R2-Einheit. Oder heißen die jetzt doch R2-Einheiten sind das, ne? Die Runden. Okay, mehr von den Kameraden. Ich glaube, die darf man einfach nur an sich nicht an sich ranlassen, dann geht das, ne? Anscheinend haben die nur ihre komischen Messer dabei. Ja, wo müssen wir lang? Da lang? Oder nicht hier eine Munition? So. Ich weiß gar nicht, Trandoshana, kommen die in den Filmen vor? Nein! Dir wird das Lachen gleich vergehen, Exe. Ja. Erlang den Zugang. Ach, guck mal, da ist wieder einer. Oh. Genau, komm, fick dich. Alter, jetzt einfach so mein. Mein Gott, die Typen gehen mir mächtig auf den Senkel. Ja, beschlagen die einfach so mein Schild? Ihr Exen müsst einsehen, dass ich noch gefährlicher bin als ihr. Genau. Sie haben uns zwar gerade kurz gefickt, aber eigentlich sind wir die Gefährlichen hier. Ja, genau, Trandoshana. Also der Name kommt mir bekannt vor, aber irgendwie das Aussehen von denen kommt mir so unbekannt vor. Mit Schrotflinten? Ich hätte nicht gedacht, dass heutzutage noch jemand Projektilwaffen verwendet. Okay, Projektilwaffen. Also, und weg mit ihm. Können wir die aufnehmen? Nö. Rückzug! Ja, Sir! Okay. Delta, die haben Minen. Nicht vergessen, die werden durch Bewegung ausgelöst. Wir müssen uns ducken, damit ihre Sensoren uns nicht orten und sie dann entschärfen. Okay, ich glaube, wir haben jetzt. Ne? Hallo. Die Energiewaffe sieht aus wie ein Projektilgewehr. Wusste nicht, dass Echsen so nostalgisch sind. Vielleicht mal ausprobieren, würde ich sagen. Okay, um die nicht auszulösen, müssen wir da dran vorbeischleichen. Achso, und dann kann ich mit. Mit F. Jetzt. Ich wollte schon sagen, warum geht das nicht? So, und entschärft. Okay, gut. Kontrollpunkte gespeichert. Hier müsste doch jetzt irgendwo 07 rumhängen, ne? F. Oder? Ah ja, erstmal werden wir. Ja, natürlich. Erstmal werden wir angegriffen. Von diesen scheiß Wichsern.
Komm doch mal in die Reichweite. Oh, von meiner Shotgun. Okay, die sind dann auf jeden Fall schon mal One-Shot, die Typen. Das hat doch was. Ey, weiß ich nicht. Passt das jetzt so ins Star Wars-Universum? So richtig nicht, aber. Naja, egal. Gleich hab ich's. Ich wünschte, Fixer wäre hier. Das ist deine Spezialität. Wir scheinen Aufzeichnungen über alles zu haben, was passiert ist, seit das Schiff offline ist. Okay, Freunde, ne? Okay, die waren jetzt nicht One-Shot. Frechheit, ich finde. Ah, gut. Ach komm, na, da kommen jetzt wahrscheinlich wieder unendlich viele, ne? Aber ich habe noch Zeit. Bis sie da angekommen sind. Logdateien gesichert. So, okay. Merkwürdig. Eine Datendatei. Aber kein republikanischer Code. Das müssen wir in die Zentrale bringen. Klaro, machen wir. Voilà. Aber gar kein Problem mit unserer Shotgun. Ist echt witzig im Nahkampf. Na gut, und Unitron und Shana treffen damit nicht so. Ist natürlich auch schön. Komm doch mal her. So, okay. Jetzt zum 8er Datenkern. 07, weiß ich, ob die den verschleppt haben. Eben haben sie keine Gefangenen gemacht, aber ich gehe mal einfach so davon aus, dass sie ihn verschleppt haben. Okay, und nein. Unerwünschter Besuch. Es ist vollkommen zerstört. Wie konnten sie so schnell so großen Schaden anrichten? Die Geschütztürme sind aktiv. Wenigstens sind sie im Moment auf unserer Seite. Wenn die Echsen die Konsole hacken können, ist hier bald die Hölle los. Ah, hier sind sogar ein paar Klontruppen. Können wir nicht mit denen sprechen? Er darf nicht an die Geschütze. Okay, die sprechen gar nicht mit uns. Quatsch. Ah ja, in diesem Sinne. Ne, jetzt, ja genau, jetzt werden die Klontruppen weggelasert. Ah, ein Deluxe-Modell. Bist du hier, um uns mit deiner überlegenen Ausbildung zu retten? Dieses Deluxe-Modell ist hier, um ihren verdammten Arsch zu retten. Also, Trooper, etwas mehr Respekt. Ja, Sir. Wie lauten Ihre Befehle, Sir? Halten Sie die Stellung und erledigen Sie die Echsen. Ich finde einstweilen raus, was hier los ist. Roger, Sir. Okidoki, so. Aufmüffige Klone, eine Frechheit. Okay, und... Ich wollte gerade sagen, das kann doch bestimmt die Luft sprengen. Soldat, sichern Sie dieses Gebiet. Zu schade, dass nur Kommandos Bacta-Implantate eingesetzt kriegen. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Ach, okay. Das ist ja interessant, mal. Den anderen geht das gar nicht. Was wäre denn für einer? Der hat den Helm auf, der Boy. Nö, das ist interessant. Ich dachte, man könnte, also es könnte sich jeder einfach mit Bacta heilen. Wo willst du denn hin? Der will bestimmt was in die Luft jagen, oder? Das Schiff sieht auch eigentlich mehr so aus wie eine Müllhalde hier, ne? Wow! Deine Hast Kollegen. Freunde gefunden? Jo. Naja, aber die nützen hier nichts. Oh, vielleicht doch. Wow, Alter, fuck! Komm, rennt doch mal in die Granaten rein. Lauft! Okay. Oh, wow, die werfen auch Granaten. Das finde ich nicht so nett. Zentrale, wir brauchen vielleicht einen neuen Delta-Leader. Mm. Sir, sind Sie okay? Nein. Letzter Spielstand. Okay, wo fangen wir an? Ah ja, hier, das wäre direkt um die Ecke gewesen, ne? Ausgezeichnete Arbeit, Soldat. Sichern Sie dieses Gebiet. Zu schade, dass nur Kommandos Bacta-Implantate eingesetzt kriegen. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Ja, genau. Etwas Hilfe wäre geil. So. Kann man dir noch sagen, dass er hier bleiben soll? Hier. Oh, oh. Sorry. Sorry, Bro. Man kann die also auch über den Haufen hauen? Hauen? Ausnocken. Ich habe ihn bestimmt nur. Ausgenockt, aus Versehen. Wo willst du denn hin? Dem ist nichts passiert, der schläft nur. So, jetzt kommen hier wieder seine Freunde. Komm, wir kriegen direkt eine Granate ab. Hast du ein paar Freunde gefunden? Ja, genau. So, ne. So ist es gut. Lauft! Schön, 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 so.
Und jetzt kam hier noch welche um die Ecke. Nicht gut. Wow. In diesem Sinne, Hier. Deltas, feuert auf die Biester mit den Messern. Delta-Team, bitte melden. Hört mich jemand? Ich wollte gerade sagen, mit wem redest du? Wir sind hier immer noch alleine. Ich würde aber sagen, dafür nehmen wir mal eine andere Waffe. Na komm. Auch interessant, dass die Republik den gleichen Geschützhersteller hat wie die Separatisten. Oh, da sind noch mehr. Okay. Das zweite Geschütz ist inaktiv. Oh. Das Ding könnte mir doch Rückendeckung geben. Ja. Zumindest das eine. Ah, gut, da. Programmier ich's. Na toll, das bringt jetzt wahrscheinlich nicht mehr viel. Die rennen einfach hin. Und machen das einfach so putt. Bestimmt. Aber mal gucken. Oh, und zack, einer nicht gehackt. Ihr hässlichen Vierfax, kommt und holt mich. Naja, ich glaube nicht, dass ich den noch. So, ich gucke jetzt lieber, dass ich hier weiterkomme. Oh. Und ich würde fast sagen. Die Dinger sind überall. Ich würde sagen, die Shotgun ist das Beste gegen die. Heißt dämlichen Kackviecher, ne? Ich finde auch, die halten verhältnismäßig viel aus. Hier musste ich hin, ne? In diesem Sinne, siehst du, die sind schon durchgebrochen, die Sausäcke. Warum steht der davon nicht? So, wir müssen wenigstens mal kurz anfangen. Ach, guck mal, die sind nicht so schnell. Hä? Stirb doch davon. Sobald ich mich in den Datenkern gehackt habe, kann ich das Team zusammentrommeln. Ja, mal schauen. Hoffentlich finden wir mit Hilfe des Flugschreibers heraus, wie diese verdammten Echsen ein republikanisches Angriffsschiff übernehmen konnten. Das habe ich hier allerdings auch. Mit Shotgun. Wir waren halt einfach im Nahkampf überlegen. Deltas, falls mich jemand hört, ich rücke zum Treffpunkt vor. Deltas! So. Ich frage mich ja, wo nur 07 abgeblieben ist. Weil alle anderen haben sie getötet und den verschleppen die, hey. Hey, Kollege. Okay. Rettung des Teams. Kein Plan übersteht jemals den ersten Feindkontakt. Für das Delta-Team schlägt die härteste Stunde. Getrennt und verwundet müssen sich die Teammitglieder finden und einen Gegenangriff führen. Oder an Bord des Geisterschiffs sterben. Ah, davon gehen wir jetzt mal nicht aus. So, zack, weiter geht's. Ich bin im Steuerbordfahrwerk. Wir treffen uns bei den angegebenen Koordinaten. Machen wir. Roger, Boss, bin schon unterwegs. Ach, guck mal, endlich. So eine Schweinerei. Da meldet sich endlich mal wieder jemand. So, bei dem Nachladen. Das Deluxe-Modell ist im Anmarsch. Kann man das in die Luft jagen? Jo, komm an. Feine Sache. Oh, nee, komm. Hier wimmelt es vor Tranlos. Wem sagen Sie das? Boah, hier sind aber wirklich viele von denen, ne? Oh. Vor allem, ich weiß gar nicht, ich habe das Gefühl, dass die Projektile meine Schilde durchschlagen direkt, weil irgendwie habe ich nicht so das Gefühl, dass ich so viel Schaden mache. Quatsch, dass ich so viel aushalte. Okay, das hat richtig gut geklappt. Ich glaube, wir haben das Delta-Team verloren. Ich glaube, dass ich nicht so genau weiß, warum ich gestorben bin. Ich bin im Steuerbordfahrwerk. Wir treffen uns bei den angegebenen Koordinaten. Roger, Boss, bin schon unterwegs. So eine Schweinerei. Gar kein Problem, so komm. Komm nochmal her. Ja. Oh, hey. Hallo, kommst du? Mein Gott, warum kommt dieser scheiß Roboter hier nicht um die Ecke? Den erwische ich doch nicht mit der Shotgun. Hier wimmelt es vor Tranlos. So. Wow, fuck. Eieieiei, okay, jetzt müssen wir mal kurz ein bisschen gucken. Wie wär's mit Scharfschützen-Action? Oh nein, da kommt noch so einer von denen. Hä, was? Nein! Oh, der macht doch Schaden. Ja, ja, ich habe auch nur. Was ist eigentlich Schnellladen? Wie war das? Achso, nee. Nö, nein. Spiel an.
Auto speichern. Start. Ich bin im Steuerbord. Wir treffen uns bei den angegebenen Koordinaten. So, okay. Roger, Boss, bin schon unterwegs. Jetzt müssen wir kurz gucken. So eine Schweinerei. Ja. So eine Schweinerei. Alter, mit einem Schuss ist direkt der komplette Schild weg, ne? Das ist der dämliche Wichser, ey. So, Mann, lass mich in Ruhe. Und vor allem, ihr scheiß Kackviecher. Na komm. Hä? Ach so, das war jetzt wahrscheinlich dieses Geschütz, ne? Okay, okay, okay. Ich würde sagen, dieser Leute im Nahkampf und dann links das Geschütz. Ich bin im Steuerbordfahrwerk. Wir treffen uns bei den angegebenen Koordinaten. Roger, Boss, so, bin komm. Schon unterwegs. Da hinten das Geschütz. Das machen wir gleich als erstes. So. Ach, mein Gott. So, ich möchte das Scharfschützengewehr haben. Okay, und jetzt einer nach dem anderen. Verdammte Geschütze. So, guck mal. Und, ja, volles Leben. Okay, so, wenn man nicht immer einfach reinrennt, ja, dann klappt das auch. Ihr wimmelt es vor Tranlos. Wem sagen Sie das? So. Sprengmittel gezielt einsetzen. Okidoki. Nächstes Geschütz. Dafür nehmen wir wieder das Scharfschützengewehr. Okay, das ist jetzt nicht One-Shot. So, aber zwei Schüsse. Oh, da steht noch einer. Kollege! Du hast den Einsatz verpasst. Nun gut. So. Die Echsen sind einfallsreich. Dann räumen wir hier mal auf. Das sind einfallsreich, die sind vor allem ganz schön nervig. Aber man muss wirklich halt, man darf nicht so reinrennen, ne? Da habe ich wirklich halt. Bin ich etwas zu brachial vorgegangen. So, wir nehmen wieder die Shotgun. Na, ist noch ein Shotgun, ne? Ja. So, finden Sie den Ausgang zum Fahrwerk. Aufpassen, da sind noch mehr explosive Fässer. IEGs, improvisierte Explosionsgeräte. Schön. Ach, Schon wieder Sammler, ich hasse diese verdammten Droiden. Ja, ich aber auch. Vor allem, wo habe ich jetzt schon wieder den ganzen kranken Schaden hergekriegt? Das sind wirklich die beschissensten Kackgegner, die mir bis jetzt untergekommen sind. Jetzt habe ich auch keine Munition mehr. Läuft richtig bei mir? Okay. Alter! Hallo? Was war denn bei dem verkehrt gelaufen? So, ich bin gerade am überlegen, ob ich mir nochmal zurückrenne und mich heile, aber ich probiere es erstmal so. Ah ja, guck mal. Ah, läuft. Was war das denn für ein dickes Viech? Ich bin hier auf heftigen Widerstand gestoßen. Ich werde mich ein wenig verspäten. Keine Sorge, Fixer, ich warte auf Sie. Ja, natürlich. Währenddessen mache ich hier alles alleine. Rosa. Okay, die backen ein bisschen. Komm. Und ab in den Nahkampf. Wer schießt denn da jetzt? Ist da hinten schon wieder ein Geschütz, oder was? Jo, das ist auch gar nicht weit weg. Nachladen. So. Puh, und ich dachte, ich könnte hier endlich mal so ein bisschen entspannt einfach durchrennen, ein bisschen ballern. Nee, Spiel lässt mich nicht. Okay, allein. Ach, jetzt erst. Hoffentlich hat Scorch es zum Backbord-Datenkern geschafft. Ja, hoffentlich hat er es geschafft. Allein, das ist ein schöner Titel. Ich bin schon die ganze Zeit allein, Freunde des Bierkonsums. Okay, hier links. Keine Aktivität, halten Sie die Augen offen. Hinterhalt! Ja! 3-8, bitte melden. Ich glaube, das Landing wurde ausgelöscht. Super. Hätte ich mein. Hoffentlich hat Scorch es zum Backbord-Datenkern geschafft.
Warum ist denn hier jetzt kein Bacta-Tank? Irgendwie sind... Keine Aktivität. Halten Sie die Augen recht offen. Wenig Bacta-Tanks hier, ne? Na, kommt runter, ihr Schweinebären. Ja. Hinterhalt! Oh, kein Wunder, ey. Die lassen doch die Granaten runterregnen. Okay, aber ihr kriegt mich diesmal nicht. So, und weg damit. Ja, selbstredend. Gleich kommt noch eine größere von denen, ne? Hinten hat man ja eben gesehen, im Hintergrund so einen riesigen. Ah, das wird fein. Da freue ich mich drauf. Okay, oh, Bug da. Nachladen? Ne, zwei. Ne, hab ich 300, okay. So, und wir werden endlich wieder unser Leben auffüllen. Schöne Sache. Okay, gut, Leute. Das war's wieder für diese Folge. Wir sind ja diesmal etwas weitergekommen, vor allem Shotgun-mäßig. Hat das ja sehr gut geklappt. Bis auf so den einen oder anderen kleinen Patzer, den ich da drin hatte, ne? Aber auf jeden Fall besser als letzte Folge. Ich hoffe, dass ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und ansonsten, bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute!